Leute, in dieser Folge passiert so einiges, über das wir einfach mal sprechen müssen, weil es gibt wieder Gewalt, es gibt Liebesdrama, es gibt andere Dramen und viel zu viel Kram einfach. Und deswegen sind wir ganz gespannt auf die dritte Folge von Prominent getrennt. Woo! Doch erstmal alles auf Anfang. Die ganzen Kandidaten sind jetzt eingezogen in den letzten beiden Folgen in diese Villa. Es gab schon die ersten Streitigkeiten. Viele Problemkandidaten und Konstellationen haben wir auch schon festgestellt und sind schockiert. Es wird eine krasse Staffel weiterhin. Sarah und Nico haben sich schon bei der letzten Challenge gesaved und da jetzt schon das Safety feststeht, machen sich natürlich jetzt auch alle Sorgen darum, wer als erstes rausfliegt. Und damit starten wir auch direkt in die Folge. Wer sich die ganze Folge aber natürlich reinziehen will, kann es gerne machen auf RTL Plus. Den Link findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Ansonsten gerne diesen wundervollen Kanal abonnieren. Wir gemeinsam Spaß und Chiara macht sich jetzt Sorgen. Glaubst du, wir werden nominiert? Ich bin mir sehr unsicher. Diese Tommy- und Max-Konstellation ist für mich super gefährlich. Die haben einen Pakt. Und das wurde anscheinend auch schon sofort durchschaut und jeder hat es gecheckt. Und das ist eigentlich etwas, wo man sofort als Gruppe sich formieren kann. Ey, die haben einen Pakt, da müssen wir sofort einen rausschmeißen. Alle anderen müssen sich versammeln und bam, machen sie anscheinend nur nicht. Ach du Scheiße, was ist los mit euch? Mein Problem ist, wenn jemand wie Mike und Michelle rausfliegt, ja? Dann kicken die jemanden wie Emanuel und Kim oder jemanden wie dich und mich. Ja, und das ist auch tatsächlich der Plan von Tommy und Max. Und es ist ja auch sehr realistisch, dass das nach und nach alles passieren wird. Und deswegen, also sie wissen auch schon, okay, die Leute werden nach und nach alle rausfliegen. Wir müssen etwas unternehmen, aber tun besser nichts, oder was? Weil man will ja am Ende nicht der Arsch sein, der jetzt irgendwie gegen andere Gruppen hetzt, ne? Das geht natürlich auch nicht. Die ersten Leute wachen dann natürlich aber auch schon wieder auf, aber anstatt sich dann mit den Leuten auszutauschen, wie man rauskicken könnte, um dieser Konstellation entgegenzuwirken, hat man Smalltalk. Ja, also gestern schon, Michael war gestern auch, weiß gar nicht, ich glaube, wenn ich gestern eine gewisse Marke Champagner hier gehabt hätte, du, ich glaube, die wäre über mir hergefallen. Ja. Weil ich auch wieder so, aber ich... Die braucht halt auch die Nähe und ich habe sie gestern umarmt und seitdem ist sie da auch wieder so und ich bin auch wieder ein bisschen besänftigt. Och, der Mike, der hat gestern die Michelle einmal umarmt und da war sie wieder hin und weg und will den Mike jetzt anscheinend zurück. Sie braucht die Nähe und mit einer bestimmten Champagnersorte kriegt man sie rum. Auch good to know. Hey. Vielleicht ein bisschen wichtiger als Essen. Moment, bitte gucken, wie wir das die nächsten Tage machen wegen dem Spiegel. Gestern wurden einfach Grenzen überschritten, da brauche ich dann jetzt auch gar nicht mehr irgendwie. Ich will auch gar, also... Oh Gott, ach ja, und die beiden gibt's auch noch, die ja sich die ganze Zeit anschreien. Also, die sind in dieses Format gegangen und machen sich die ganze Zeit fertig und kommen nicht miteinander klar. Und ich muss ein bisschen zugeben, das ist aber normalerweise das, was ich eigentlich erwarten würde bei Prominent getrennt, dass alle da zusammenkommen und immer wieder so ein, wir kommen nicht miteinander klar, wir versuchen es, wir kommen nicht miteinander klar, wir versuchen es haben. Und das sind irgendwie auch nur, also sind die beiden irgendwie die Einzigen, die anderen sind alle so, ja, dann ist es halt so, wir können gechillt miteinander umgehen. Könnt ihr nicht normal miteinander reden, ohne ausfallen zu werden? Können wir kurz runter an den Pool, dass wir uns glätten? Da gibt's nichts zu glätten. Das für das Spiel, habe ich gerade gesagt. Glätten für das Spiel. Ja, wir gehen zum Spiel, lesen uns die Regeln durch und spielen. Fertig. Ah, das klappt nicht ganz so leicht, Gina. Also wenn ihr euch trotzdem nicht versteht und böse Wut habt, dann kann man sich für das Spiel nicht so gut zusammenreißen, wie wenn man sich ein bisschen verträgt. Weil Teamwork ist halt, je besser sich jemand versteht, besser. Verrückt. Die können ja gar nicht kommunizieren, scheint. Ich dachte, ich wäre schlecht mit Sandra, aber du musst ja nur die zwei anschauen. Also. Und das war auch schon ein Hinweis. Wenn der Tommy das sogar checkt, dass da irgendwie die Kommunikation ganz schief ist, würde ich mir Gedanken machen. Okay. Ich habe das gemeint im Sinne, weil du mir immer das Gefühl gibst, ich bin die einzige Impulsive, die aggressive, bla bla bla. Dass du, Gina, bitte bleib mal kurz für hier. Mich ist das Gespräch. Gina, wir sind Teampartner. Ja, und ich habe irgendwie das Gefühl, das Gespräch bei den Leuten läuft jetzt dann auch nicht so klasse. Sie haben es immerhin kurz versucht. 30 Sekunden. Immerhin. Wir müssen die Situation hier klären. Für mich ist das doch jetzt geklärt. Lass mich doch einfach in Ruhe reden. Wir müssen doch aber du akzeptierst nicht, dass ich nicht mehr darüber reden möchte. Ich glaube, das ist bei den beiden auch ein ganz großes Problem, dass Gina einfach manchmal keinen Bock mehr hat oder generell Menschen keinen Bock mehr haben, mit Emily zu reden und die so, die kann diese Grenze nicht akzeptieren. Also wenn Emily reden will, dann muss geredet werden und ist klar, ist reden besser, aber wenn der Mensch, dein Partner da gerade nicht mit dir reden will, dann bringt es nichts weiter, auf ihn einzureden. Das verschlimmert nur die Situation und musst du dich leider auch kurz zurücknehmen. Das kann Emily anscheinend auch nicht. Gut, wir brauchen allerdings erstmal ein bisschen Abwechslung vom Gina-Emily-Thema und deswegen hat Prominent getrennt gedacht, nehmen wir auch mal andere ran, ne? Liebe Ex-Paare, bei Prominent getrennt stellt ihr euch eurer gemeinsamen Vergangenheit und damit vor allem den Fragen, die bislang unbeantwortet geblieben sind. Sandra und Tommy.
Ihr habt euer klärendes Gespräch nun. Und für alle, die es nicht kennen, seit der zweiten Staffel ist es so, dass die Paare raus aus der Villa gebuxiert werden, Fragen gestellt bekommen über ihre Beziehung, die sich gegenseitig ähnlich beantworten sollen, so als Aufhänger, damit die ein klärendes Gespräch on-cam haben. Yes! Habt ihr Lust? Ich will mich eigentlich gut mit Sandra verstehen, aber sie macht es einfach unmöglich. Mhm, das ist jetzt mir aber auch neu, dass Tommy sich mit Sandra verstehen will. Also bis jetzt haben die ja auch nicht mehr miteinander geredet, wie er sagt. Da war jetzt auch nicht eine starke Intention bei. Die einen müssen, eine andere möchte jetzt reden. Frische Exkarpaten verlangen eine sorgfältige Saufarbeitung. Oh wow, und während Sandra und Tommy sich jetzt auf den Weg machen, hat Sarah sich gedacht, oh mein Gott, die kriegen jetzt Sendezeit, weil die miteinander reden. Nico, wir reden jetzt auch miteinander. Cool. Möchtest du zu gestern irgendwas sagen, oder? Ach, ein bisschen zu viel getrunken. Und das finde ich vor allem lustig, weil Nico in der zweiten Folge meinte, boah Leute, ich kann so viel trinken, wie ich will, ich will einfach nicht besoffen, hör, ich bin so cool. Und dann, ja, ich war besoffen. Verrückt, ich weiß auch nicht, wie das immer wieder passiert. Wahrscheinlich, weil du dann einfach doch besoffen wirst, Nico. Ohne mal Angst, dass sie einfach echt falschen Eindruck von mir hat, ne? Gestern ganz klar wieder sehen, wo du ein bisschen mehr getrunken hast. Ja, hab ich selber gemerkt. Dass einfach wieder eine Art bei dir hervorkam, die wirklich nicht cool war. Ich nehme es ernst, was sie mir sagt, aber wenn ich dann weiß, sie übertreibt wieder. Dann ignoriere sie. Dann nimmst du nicht ernst, was sie sagt. Also du nimmst es so lange ernst, wie du einfach d'accord gehst. Und wenn du findest, dass sie nicht recht hat, dann ignorierst du sie einfach. Das ist nicht die Definition von sie ernst nehmen. Sehr gut, Nico. Er ist so Hammer. Er ist so ein lieber Hammermann mit Tommy und Max. In diesem Gespräch hast du gesagt, von wegen, ja, ich liebe Sarah nicht wegen ihrer Person, nur wegen ihrem Körper. Nein, das war komplett falsch gedeutet. Hast du wirklich zu Sarah vorhin gesagt, dass du ihn noch liebst? Nein, okay. Boah, ich dachte nicht. Ich habe gesagt, ich will sie höchstens bumsen. Das bedeutet, er hat nicht mal gesagt, dass er sie nur wegen ihrem Körper liebt, sondern er würde sie nur flachlegen wollen. Das ist ja sogar noch mal ein bisschen weirder. Und Alter, war der Stralle. Also das ist ja richtig hart an der Grenze. Das ist nicht mal an der Grenze, das ist komplett überschritten. Gott, unglaublich, wirklich. Und ich liebe es auch wieder. Danach ja sagt so, ja, war voll assi von mir, ich war voll durchgedreht. Aber da ist ja keine Erkenntnis, der wird es ja beim nächsten Mal wieder genauso machen. Was lernen wir davon? Eigentlich nicht viel. Wenn ich diesen Blick von ihr sehe, dieses Arrogante und dieses Hochnäsige und dieses Besserwissere, das hasse ich. Ja, weißt du, was man machen kann? Sich besser verhalten, damit man diesen Blick nicht bekommt. Weil natürlich gibt sie dir diesen Blick automatisch auch ein bisschen Abschätziges, wenn du dich halt so verhältst. Dann denkt man sich wirklich so, was ist das? Also da ist man ja einfach nur verwirrt. Also Nico, da bist du auch ein bisschen selbst dran schuld jetzt. Na gut, das Sarah-Nico-Thema beendet. Gehen wir nun zum spannenden Thema, Tommy und Sandra. Also ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Ja. Kennst du das noch? Ja. Ja? Ich habe das extra mitgenommen, weil ich ja nicht die Möglichkeit hatte, so richtig zu sprechen. Und ich will einfach mit dir, dass wir es schaffen, auf einen Nenner zu kommen. Oh mein Gott, und du hast das alte, eingerahmte Foto mitgenommen, was ihr bei Temptation Island hattet, als euer Beziehungsbild, dass du immer an Tommy denkst. Du hast das Bild noch und bringst es jetzt mit. Wie cringe und unangenehm ist das denn? Oh, Sandra, no. Was ist das für ein Einstieg? Oh. Beruhig dich, Marc. Okay, das wird schlimm. Okay, jetzt ernst. Bereust du unsere Beziehung? Nein. Gut, finde auch die Ausführlichkeit jetzt ganz super, da haben wir das ja schon mal geklärt. Du weißt, du bist die erste Frau, wo ich mich verliebt habe. Das habe ich dir auch immer gesagt. Das wird sich auch nicht ändern, deswegen wirst du auch immer in irgendeiner Art für mich besonders sein. Wie soll sich das auch ändern? Weil wenn sie die erste Frau waren, die du dich verliebt hast, kann jetzt nicht irgendwie jemand vorher kommen. Außer Zeitreisen wird erfunden. Tommy weiß das schon mehr, glaube ich. Wieso waren die materiellen Geschenke immer so wichtig? Ich denke mal, dass es geht um die Kette. Wieso gibst du dir keine Mühe und besorgst das richtige Geschenk? Oh nein, das Thema wurde bei Temptation Island doch auch schon so oft durchgekaut. Also ja, es war schon ein bisschen peinlich mit der Kette und Sandra. Allerdings ist es halt auch wirklich eine Aussage. Also wenn sie sagt, oh mein Gott, diese Kette wünsche ich mir. Und Tommy so, ich hole mir ihr Geburtstagsgeschenk auf den letzten Drücker und hat sich keine Mühe gegeben und hat dann eine andere Kette gekauft. Ja. Wenn ich zum Beispiel zu deinem Geburtstag komme, du machst mein Geschenk auf, du hast da so ein Theater gemacht. Nein, das ist so doch gelogen. Am Essenstisch vor meiner Familie habe ich niemals eine Szene gemacht. Doch, du hast eine Szene gemacht, sogar deine Eltern. Ich lüge nicht, ich schwöre. Du warst da, hast eine Szene gemacht, so nicht so gebrüllt und so. Aber man hat gemerkt so, du warst überhaupt nicht zufrieden. Warte, was? Wenn Sandra
nicht ausdrückt, dass sie komplett zufrieden ist. Also wenn sie ein bisschen traurig ist oder genervt oder nicht sofort strahlt oder es nicht faked, dann ist eine Szene machen für Tommy okay, okay. Aber das macht Sandra jetzt auch schon direkt irgendwie ein bisschen fertig. Das ist auch ein bisschen unangenehm. Warum weint sie denn jetzt? Also sie weint wirklich wegen der Aussage von Tommy, dass sie eine Szene gemacht hätte. Oh Gott, da sind einige Emotionen schon wieder. Ich verstehe nicht, wieso du so Sachen sagst. Weil das die Wahrheit ist. Nein. Und ich habe dir vor Ort gesagt, hör auf, bitte jetzt so eine kleine Prinzessin zu sein. Oh Gott, lass sie doch weinen. Also man merkt doch dauerhaft bei Sandra, sind noch so viele Emotionen da. Und jetzt weiß ich, kannst du mal aufhören, so eine Prinzessin zu sein, Sandra? Alter, Tommy, mit dem kann man ja auch gar nichts klären, der ist ja null einfühlsam. Der Junge ist ja richtig auf den Kopf gefallen, Alter. Eben ich fand's nicht so gut, dass du dir einfach keine Mühe gegeben hast bei mir. Ich finde nicht, dass ich mir keine Mühe gegeben habe. Ja gut, wenn Tommy das dann sagt, dann wird das ja auch stimmen, ne? Also, das Problem ist, also ich fand, bei Temptation Island war Sandra die Schuldige. Offensichtlich, sie hat dann die Fehler gemacht, sie hat diese Show geliefert oder Geheimnisse gemacht, die Tommy komplett zerstört haben, Vertrauen zerstört haben, alles. Aber irgendwie in der Kommunikation ist Tommy auch sehr schlecht, ne? Wieso hast du nach unserer Trennung nochmal mit mir geschlafen? Weil ich es wollte. Warum? Weil es einfach so Gewohnheit war? Oder, also weil... Ganz ehrlich, du Nein, hast halt Schluss Sandra, gemacht, du hast mich in dem Moment nee, voll gehasst. Ich habe Schluss mit dir gemacht, aber zwei Tage später dich hast du mit mir geschlafen. Ja, natürlich. Weil in dem Moment hat es mir gut getan, dich wiederzufinden. Was? Der war einfach dann nur horny auf Sandra. Der wollte dann nochmal mit dir vögeln und hat es dann auch getan. Und dann haben sie trotzdem Schluss gemacht und nicht miteinander gesprochen. Also, oder sie haben Schluss gemacht und er ging trotzdem auf sie zu. Und sie hat dann wahrscheinlich Hoffnung, schläft mit ihm und er so, ha, nö, ich wollte nur mit dir bumsen. Was für ein Arsch. Die ersten Masken sind gefallen. Aber weil du so Scheiße gebaut hast, dann sage ich, hey, mach da keine falschen Filme. Wow, also für Sex reicht es natürlich nochmal, während alles noch emotional aufgeladen ist. Er sich offensichtlich ja von ihr getrennt hat. Oh, nee, Leute, so geht das doch nicht. War einfach eine mega Scheißaktion. Wo wir miteinander was hatten. Und ich weiß ganz genau, was ich dir gesagt habe. Du willst nur, dass es jetzt nicht so heißt, dass du mir irgendwelche Hoffnungen gegeben hast oder so. Aber es ist logisch. Ich habe dir Hoffnungen gemacht. Was bedeute ich dir noch? Oh Mann, das ist was... Es tut mir so leid, dass ich jetzt... Ich bin richtig hart Team Sandra gerade bei diesem Gespräch, weil Tommy wieder alles abblockt und das merkt man ja auch immer, der hat ja immer alles abgeblockt anscheinend. Ja, also kein Wunder, dass die nicht mehr zusammengefunden haben. Also es kann auch sein, dass einfach Tommy sagt, jo, das war eine Grenze, es war für mich überschritten, bla bla. Aber dann geht man mit der Situation ja trotzdem nochmal anders um. Ich verlange Disziplin und Ordnung. Ich denke, dass du mir noch... sehr viel bedeutest, weil sonst würde es mir nicht so wehtun. Vielleicht, weil ich das Gefühl habe, dass es nicht hätte so sein müssen. Weißt du? Ja, ich glaube, weil Sandra wirklich auch, also sie wollte ein bisschen Spielchen machen, ein bisschen Sendezeit für Temptation Island, hat, das hat man ja damals gemerkt, nicht geahnt, dass Tommy komplett das schockiert hat. Sie hat es ja natürlich nicht mitbekommen. Beim Wiedersehen wollte sie noch ein bisschen Show machen vor die Kamera und dann danach war es vorbei. Und da hat Tommy einfach einen Cut gesetzt und Sandra so, reden wir drüber? Okay, anscheinend nicht. Gut, dann sind wir jetzt wohl getrennt. Du weißt schon, ja, dass es ein bisschen asozial ist. Danach vernünftig reden müssen. Nein, nein. Vielleicht kommen wir deswegen nicht so miteinander. Auf einen Punkt. Das siehst du einfach anders als ich. Und deswegen werde ich auf das nie deine Meinung sein. Und deswegen haben wir uns seit so lange nie verstehen können. Weil du sagst, es ist wegen Temptation, dass du so kalt bist. Natürlich bin ich kalt mit dir, ja. Wegen Temptation. Ja, aber ihre Aussage ist, wir hätten danach vernünftig reden sollen und deine Antwort ist nein? Hä? Ich dachte, also, ich habe immer gedacht, dass Temptation, Drama, 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 schlimm, schlimm, schlimm und die haben sich getrennt, alles gut. Aber dass die Offcam natürlich das versucht haben zu erörtern und Tommy dann gesagt hat, okay, Girl, ich verstehe das, ich glaube dir halb oder ich kann dir irgendwie gerade nicht vertrauen, die Bilder haben sich so in meinen Kopf gebrannt. Das Vertrauen ist leider gerade nicht mehr da, wir müssen uns deswegen trennen, es tut mir leid, bla bla. Aber die haben nicht darüber geredet, aber Tommy hat Zeit gefunden, trotzdem kurz mit Sandra nochmal zu vögeln. Aber sie soll sich keine Hoffnung machen und Alter, vor allem gerade reden hilft doch so sehr bei so einer Situation, die anscheinend ja auch irgendwie auf Missverständnissen beruht oder auf falsche Wahrnehmung oder auf Gefühle verletzt und oh no, also wie dumm ist das? Wirklich, wie dumm ist das? Leute, wie dumm ist das bitte? Tatsächlich haben die dann aber das Gespräch dann auch irgendwann beendet, was es hat nicht geholfen. Also ich fand auch, es war wenig Gespräch, sondern wirklich wieder viel, wir hätten nicht reden sollen. Alles, was die erörtern wollen, waren kurz Vorwürfe und das war's. Es hat nicht geholfen.
Gehen wir zurück in die Villa. Aber du und Emanuel hattet noch so gar keine Streitpunkte hier so, oder? Nee, wir streiten einfach so. Streitpunkte sind, dass er unnütz ist. To be honest. Ja, das ist aber auch sehr ehrlich jetzt wieder von dir, Kim, ne? Ja, andere Menschen sind immer unnütz. Kim ist die wichtigste der Welt. Ja. War schon damals so, als wir uns getrennt haben. Es war so für mich so, it's nothing to talk about. Also ich könnte auch einfach ein Gespräch mit mir selber führen. Hätte ich genauso ein geiles Gespräch wie mit Emanuel. Eigentlich noch geiler. Ich glaube, die haben auch nie miteinander geredet, weil die halt ja eh nicht zusammen waren. Und ich glaube, die sind einfach, die nehmen zusammen diese Sendung teil und können die ganze Zeit sich aus dem Weg gehen ohne Streitigkeiten, weil die kennen sich doch nicht mal richtig, oder? Ja. Ja. Meine Begeisterung hat sich in Grenzen gehalten. Oh no, und wie sagt er dieses Bild da weg? So wie ein trotziges Kind. Also sie hat das Bild mitgenommen, so hoffnungsvoll. Ich zeig das dem Tommy und dann werden wir uns richtig gut verstehen. Das wird richtig toll. Hier, Cringe Moment. Und dann ist alles schief gegangen und sie pfeffert es nur wieder in den Koffer zurück. Das Bild hat nicht geholfen. Ja, das hat doch keiner erwartet, Sandra. Die wird so heulen jetzt. Die wird so heulen. Scheiße, Mann. Ich habe mehr Klarheit bekommen von Sandra in diesem Gespräch zu zweit. Ich habe auch gemerkt, dass sie es auch mehr Sachen einsieht. Aber ich kann einfach nicht ihr gegenüberkommen, wenn ein Thema zum Beispiel angesprochen wird und ich das nicht so sehe. Ja, weil irgendwie was einsehen oder irgendwie seine Meinung ändern, das kann der Tommy nämlich nicht. Und anscheinend hat auch nur komplett Sandra alles falsch gemacht und Tommy hat sich perfekt verhalten in seinen Augen. Ah, ja, ich kann auch verstehen, was die dann gar nicht mehr auf den Nenner kommen können. Tut mir auch voll leid für Sie. Liebe Ex-Paare, wer nicht fragt, bleibt dumm. Es ist Zeit, offen und ehrlich über alles zu sprechen. Viel Spaß. Und jetzt spielen sie gemeinsam. Wahrheit oder Wahrheit? Ja, das geht jetzt auch wieder direkt los. Also das sorgt auch immer für ein paar Anspannungen. Wir sind bereit. Max, wer küsst besser? Sandra, Melina oder Kim? Virginia. Und ich glaube, Michelle hat die beste Zeit ihres Lebens. Einfach wieder toll. Ich denke an deiner Zukunft. Melina. Melina. Dass er jetzt Melina gesagt hat, juckt mich in dem Sinne ja eigentlich nicht. Wer von den drei jetzt am besten küssen kann? Weil Luisa war ja nicht mit aufgezählt, dann war es halt Melina. Und die war auch so, oh, dann ist es halt so. War jetzt ein Schocker. Sandra, wen findest du heißer, Tommy oder Max? Ja, come on, das Tommy. Kannst du am besten. Ja, die Antwort hat jetzt auch niemanden groß überrascht. Ich verstehe nicht. Größen? Ja, aber kannst du das vergleichen? Hast du beides gesehen? Aktiv, ausgenommen. Nein, also? Ey, Bro, wie hast du mit der Ausgabe? Hat die auch einen Ausschalter oder so, Alter? Gibt's denn auch? Wir haben uns zum Glück nicht oft genug gesehen. Wir haben uns so glücklich oft genug gesehen, dass Emanuel von Kim Virginia genervt war. Was aber richtig nervig war, ist, dass sie dann wirklich nach jeder Frage mit Leuten geredet hat, etwas kommentiert hat, etwas gesagt hat und alle waren so... Kim, bitte halt die Klappe. Bitte sei ruhig, okay? Bitte sei ruhig. Seid doch einfach ruhig, wenn sie die Frage vorliest, Mann. Mike, findest du alle sind hier so eine Kim, Frau lass sie doch die Frage vorlesen. Oder attraktiv? Sie labert die ganze Zeit rein, lass sie doch die Frage vorlesen, Mann. Gar nichts. Das ist richtig. Respektlos, du laberst die ganze Zeit rein. Alles gut. Nein, du redest die ganze Zeit rein. Also es war wirklich so, die hat wirklich, man hat jede Szene gesehen, Kim hat irgendwas geredet, Leute standen vorne, Kim hat es ignoriert, Kim war Main Character mal wieder. Es war anstrengend. Bist du eine Frau anziehend oder attraktiv, ausgenommen von Michelle? Hier, findest du hier eine Frau? Ich habe das schon immer gesagt, auch öffentlich, ich habe die schönste Frau der Welt geheiratet. Oh, Mike, das hast du aber richtig süß gesagt und Michelle freut sich voll. Nur wahrscheinlich meint das als Kompliment für sich selber, dass er halt die schönste Frau der Welt abgekriegt hat. Ja. Ich bin hier nicht in der Dating-Show, aber wir sind beide einen Schritt aufeinander zugegangen, haben über unsere Dinge gesprochen und es ist sehr harmonisch und das macht es natürlich für uns auch ein bisschen leichter, auch in der Gruppe und gegenseitig auch, dass man sich supportet, weil egal, jetzt halt mal wirklich die Raffel. Was ist das denn für eine Aussage? Mike und Michelle ist das einzige Paar, was zusammenpasst? No, also no. Oh Gott, Kim, wirklich, aber es gibt wieder Probleme. Melina, würdest du Tim noch eine Chance geben? Nein. Oh, ehrlich? Jedes Mal. Sie hört nicht auf. Warum hört sie nicht auf damit? Es nervt alle. Warum nervt sie nicht? Nervt die sich nicht selber? Ich finde das gar nicht witzig. Kim Virginia hat dann allerdings auch nochmal einen Streit mit Emanuel angefangen. Sie hat wahrscheinlich zu viel getrunken auch einfach und deswegen auch nochmal mehr aufgedreht. Es ging darum, dass Emanuel bei der Challenge aufgeben wollte. Es nicht getan hat, aber wollte.
Aber gib doch aber zu, dass du viermal aufgeben wolltest und fast 10.000 Euro gekostet hättest. Und dass ich dich überzeugen musste, nicht 10.000 Euro zu kosten. Gib doch wenigstens aber das zu. Aber für mich war das doch klar, dass ich nicht aufhöre. Schau mal, checkst du das Kim, nicht? Für mich war das doch klar. Klein hat Bock auf deinen Monolog. Setz dich einfach hin. Lüg einfach nicht die ganze Zeit. Nein. Sag wenigstens, du wolltest viermal aufgeben. Es juckt keinen Schwanz, was du laberst gerade. Ja, aber sie hört trotzdem nicht auf zu reden und alle müssen zuhören. Und das ist also, es hätte schon ein witziger Abend werden können mit spicy Fragen. Aber sie hört nicht auf zu reden. Die Alte, die redet einfach immer weiter. Immer weiter. Einfach nur Wahnsinn. Das war lang und schmerzhaft. Kim hat halt einfach gar keine, sie kennt keinen Respekt. Sie kennt keinen Anstand. Es gibt nur Kim, sonst gibt's gar nichts. Dass du mich so hinstellst, ja. Es ist eine Blamage. Ja, dann ist es halt eine Blamage. Es ist nur die Wahrheit. Du bist ein Stück Dreck. Ja, spannender Streit. Ich finde es witzig, dass gerade Nico Ligert so, die Frau kennt keinen Respekt. Auch Mike so, sie ist unterirdisch. Alle schockiert natürlich. Endlich mal jemand anders, auf den man zeigen kann, ne? Da bin ich voll der Ehrenmann. Deswegen habe ich die Schraubs genommen, yeah. Sabrina hat die Schraubs genommen. Yeah. Wer packt mich da gerade? Was bist du denn? Ja, hä? Bei mir kannst du es nicht, weiß ich. Nein! Kim, komm. Max? Kim. Hey, pack mich nicht an. Sonst willst du einen ganz anderen. Pack mich nicht an, was ist mit dir? Komm. Pack mich nicht an. Ey, bist du echt bescheuert oder so, Mann? Gut, und das war jetzt der berühmte Schlag. Also es ging auch schon wieder in Social Media rum. Es war eben schon bekannt, dass Kim Max eine drüber gepfeffert hat. Ganz toll. Es war jetzt auch wieder, aber Max ist halt also nicht zu entschuldigen, es war trotzdem falsch, dass sie es gemacht hat, aber Max sieht auch hin, packt sie und schiebt sie weg und sie wollte es offensichtlich nicht und sagt mehrmals, nein, was soll das, lass mich. Und er lässt sie nicht los, sondern es war so, ich bin der starke Mann. War jetzt auch nicht cool, aber ja, Kim war wieder zu viel. Willst du dich jetzt entschuldigen oder nicht? Denkst du, ich entschuldige mich bei dir, wenn du mich anpackst? Denkst du, ich entschuldige mich bei dir? Manchmal muss man wissen, wo man aufhört. Und das weiß Kim definitiv nicht. Allerdings, aus meiner Sicht, hat Max sich auch nicht richtig verhalten. Pack mich nicht an! Ganz ehrlich, das machen wir nicht. Da muss eine Konsequenz folgen. Gerade Mike sagt, also sie haben kollektiv alle mal ganz kurz in den Interviewraum gerufen und alle sollten sagen, Gewalt ist doof. Das müssen wir immer alle kurz, damit das alle Zuschauer nochmal wissen. Aber es ist so funny zu sehen, wer das alles sagen muss. Also wirklich. Ja, und wenigstens sind wir langsam bei dem Punkt angekommen, wo dann körperlich Gewalt dafür sorgt, dass man rausfliegt. Ich finde aber weiterhin, Max war jetzt auch nicht ganz toll. Also er hat sie nicht geschlagen oder so, aber es war auch trotzdem körperlich aufdringlich, was auch nicht in Ordnung war. Und was ich aber einfach sagen muss und was ich richtig schlimm finde, Kim Virginia ist bei Prominent Getrennt rausgeflogen. Das habe ich erstmals mitbekommen im Dezember, bevor die Dschungelcamp-Kandidaten überhaupt bekannt gegeben wurden. Und danach, als sie da rausgeflogen ist, wurde bekannt gegeben, dass sie ins Dschungelcamp kommt. Hä? Wie dumm ist das? Die schmeißen sie aus einer Sendung raus und casten sie noch für die andere, weil sie wissen, die wird vorher ausgestrahlt und dann ist das ja okay. Das ist so inkonsequent gewesen. Das finde ich auch wieder so schlimm. Ja, fürs Mike-Drama haben wir sie dann wieder reingenommen. Toll, danke. Wirklich. Das bringt doch alles nichts. Dann können sie sowas auch sparen. Doch nur unangenehm. Was willst du machen, ne? Kim hat es nicht hundertprozentig eingesehen. Die hat immer wieder gesagt, ja, aber. Genau da ist der Fehler. Du hast deine Grenzen überschritten. Das musst du wirklich realisieren. Oh, und ich wünschte, Michelle würde sowas auch mal realisieren. Also sie spuckt da auch große Töne, aber ist ja auch Quatsch meistens. Ne? Also ich finde es schön, dass sie über andere reden kann, aber bei Michelle ist ja auch ein bisschen was falsch. Zeit für Gruppenarbeit. Diese geldwerten Bänder sollten möglichst gut mit den angenommenen Fähigkeiten der bald Spielenden verbunden werden. Schätzt man sich daneben, folgt ein Gewinnsummenbankenbeben. Es gibt also doch noch die Gruppenchallenges, wo man Geld verlieren kann. Warte, sie können Geld verlieren, wenn wir die Challenges abbrechen. Die haben jetzt die Gruppenchallenges. Ich sehe da schwarz mit dem Gewinn. Ich brauche auch Geld. Gruppe 1 besteht aus allen 6 Männern. Gruppe 2 besteht aus 6 Frauen. Entscheidet jetzt, wer welche Summe kriegt. Wow, es gibt also, ich habe da 10.000 Euro gesehen. Und wenn das zweimal gemacht werden muss, ja, also am Ende müssen die Teilnehmer der Produktion was zahlen vom Gewinn. Mhm. Wir fangen einfach mal an mit dem kleinsten Beitrag. Max. Komm mal ein bisschen nach vorne. Ich habe heute ein bisschen Magenkrämpfe, deswegen habe ich die 100 Euro bekommen. Die er verteidigen muss. 100 Euro. Ja, okay. 1.000 habe ich mir einfach gedacht, machst du? Ich hätte mir auf jeden Fall mehr zugetraut. Also safe, ein 5er, ein 7er hätte ich auch angenommen. Ja, allerdings ging es auch darum, was die anderen dir zutrauen. Und das ist halt nicht viel, weil man sieht dich ja oft in Challenges so versagen, Mike. Schön, dass du immer denkst, du kannst es, aber eigentlich kannst du es ja nicht. Aha. Ich gehe davon aus, dass ich hier der Fitteste zurzeit bin, vom Kopf her am weitesten und ich kann auch am besten mit dem Druck umgehen. Nico Ligert ist nicht der Fitteste, das dürfte Lukas sein. Vom Kopf her am weitesten dürfte wahrscheinlich jeder über ihm sein, außer Mike. Und mit dem Druck umgehen,
Ja, komm, ich glaube, da sind sie alle gleich stark. Aber immerhin sehr. Er sieht sich auf Platz 1. Eure Aufgabe ist es, die Bälle mit Hilfe der Bretter in die Zielbehälter zu rollen, ohne dass diese den Boden berühren. Boah, das war ein langer Satz. Nur wer seinen Ball in den zugewiesenen Behälter befördert, sichert den entsprechenden Betrag. Oh, das klingt doch nach einer witzigen Aufgabe. Es sind diese schönen Bretter, wo man dann wirklich einen Ball drüber rollt. Alle müssen sich als Team nebeneinander stellen. Kriegt man ja wohl hin, kennt man aus der Schulzeit oder aus irgendwelchen Erlebnispädagogiktagen noch diese Aufgabe. Macht mal. Macht doch einfach einmal. Oh, die bricht meine Platte. Ja, ist okay. Achtung, der Ball kommt jetzt. Ah, boah, wir müssen schneller sein. Definitiv. Also man sollte nicht, wenn man den Ball losrollen lässt, erst noch sein Brett aufheben müssen und dann losrennen. Ja, Max hat direkt schon mal versagt. Verkackt. Okay, Max, jetzt. Achtung! Ball! Los! Und? Ja. Weiter nach vorne. Nicken! Komm, komm, ja, und höher, komm. Nicken! Ja, ja! 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 Komm! Okay, und die durften das jetzt öfter machen? Ah, okay. Warte, Leute, ich habe es verstanden. Also, kurz für alle. Max musste das jetzt machen, weil er die 100 Euro retten musste. Also muss er derjenige sein, der letztlich den Ball da reinpfeffert. Und die haben unendlich oft Versuche, aber sobald die das denn gemacht haben, dann dürfen die erst den nächsten Betrag retten und der nächste Spieler darf das machen als Gruppe. Und es geht immer so weiter und irgendwann ist die Zeit abgelaufen, wenn sie es nicht nach unten geschafft haben. Schade. Aber dann war es doch unterm Strich komplett egal, wer welche Summe safe, weil es eh eine Gruppenleistung ist. Bombe! Jungs, Digga, Cash Money haben wir nach eurem. Los jetzt! Und? Ich hab Ball. Ball kommt. Gut, schön entspannt. End locker, locker. Sollte man Mike vielleicht mitteilen, dass es nicht so clever ist, den Ball quasi schon fast nach vorne zu werfen? Wie dumm ist das, Leute? Denkt doch einfach einmal mit. Aber ja, es wird auch immer schwieriger, weil je höher der Preis ist, den man beschützt, desto weiter sind auch die Körbe entfernt, wo man die Bälle reinhauen muss. Schwierig. Und es war jetzt aber auch jetzt nicht grandios spannend, Leute. Aber ganz kurz, seid ihr absichtlich immer nebeneinander? Max wollte ständig kurz reden. Ja, Mike, warte mal. Ich weiß, wie du ein Team zu führen hast. Das weißt du definitiv nicht, Mike. Allerdings ist es doch clever, wenn du siehst, dass irgendwie etwas nicht klappt, mal ganz kurz darüber zu reden, wie man die Taktik verbessern kann, damit man gewinnt. Aber Mike, so hör auf zu reden. Wir machen einfach weiter. Ball werfen. Ja, schade. Team los! Halt, Mike! Manchmal frage ich mich echt bei so einem Spiel, sind wir dumm? Nein, ich glaube nicht. Allerdings... Es ging also ganz oft schief. Also wir haben wirklich ganz oft gesehen, so sie versuchen es, ging schief. Sie versuchen es wieder, es ging schief. Es war nicht das größte Entertainment. Schön, dann können wir immerhin weiter schlafen. Da bist du Pech, Abel! Normal! Ein Traum wäre natürlich, hätten wir, keine Ahnung, 3 Nikos und 2-mal den hübschen Kerl hier neben mir. Ja. Da wäre das was anderes gewesen. Aber man kann es nicht aussuchen. Da haben sich echt 2 gefunden, die sich irgendwie die ganze Zeit hochpushen. Ach Gott, wie schlimm. Aber ja, gut, sie haben nicht alles Geld retten können. 10.000, 7.500 und 5.000 Euro nicht gerettet. Ja, ich glaube, das ist eine große Lücke dann später im Jackpot. Während die Jungs natürlich aber trotzdem diese Challenge bestreiten mussten, haben sich die anderen gedacht, oh mein Gott, die Jungs sind endlich weg. Lass mal ein bisschen über die Nominierung quatschen. Wir müssen uns jetzt echt so unauffällig, wie es nur geht. Ich weiß, aber bei Melina und Tim, die nominieren uns egal, was wir machen. Selbst wenn wir den kleinen Finger nachstecken. Dann solltet ihr euch eventuell zu anderen Leuten begeben und da mal ein paar nette Gespräche führen. Aber versucht trotzdem noch mal mit Chiara zu quatschen und so. Ich habe vorhin auch schon ein bisschen mit ihr geredet. Ja, aber ich weiß gar nicht, welches Thema ich anfangen soll bei ihr jetzt gerade heute. Einfach irgendein Deep Talk. Ja, ich gehe gleich noch mal zu ihr. So, dass sie es nicht übers Herz bringen kann, uns zu nominieren. Ja, so ein richtig Deep Talk, der ihr Herz zerschmettert, wo sie weiß, das sind nicht richtig nette Girls. Freut man sich auch später, wenn man das so sieht. Ah, sie hat richtig nett mit mir gequatscht und gebondet. Damit ich sie nicht rauswähle und es war richtig abgesprochen. Danke. Nein. Du halt hier schon 3 Paare hast, die von Anfang an schon sich abgesprochen haben, bevor sie überhaupt hier hingekommen sind. Wenn man hört, dass Leute natürlich irgendwie sich absprechen oder so, ist nicht geil, aber es ist halt part of the game. Hast du nicht mit Lukas am Anfang der Folge darüber geredet, dass es kacke ist, dass sich manche Leute abgesprochen haben und ihr werdet nach und nach rausfliegen? Und jetzt kommt Emily an und sagt, boah, verkackt, dass die Leute hier absprechen. Die so, ja, so ist das Leben, tschüss. Hilfreich. Aber das versteht doch Emily gerade anscheinend unter Deep Talk, wo Chiara es nicht übers Herz bringt, sie rauszuwerfen. Auch nicht so erfolgreich, glaube ich. Oh, fuck. Ist es schon soweit, dass wir nominieren müssen? Also wähle ich heute ohne Tim.
Nämlich nur die Frauen dürfen entscheiden. Und ich mag das eigentlich. Ich glaube, ich finde das auch gut, auch beim Sommerhaus zum Beispiel, wenn man die Paare einfach mal trennen würde, überraschend, und dass sie sich nicht mit ihrem Partner irgendwie absprechen, wen sie nominieren, sondern dass jemand alleine entscheiden muss. Also man hat vorher vielleicht schon mal darüber gequatscht, aber schlussendlich darf einer die Entscheidung treffen, weil so könnte es auch manchmal ein bisschen anders werden. Weil wenn die Männer sich absprechen sollen, so machen wir es am Ende, das setzen wir durch, bla bla, und dann die Frauen wählen und das nicht mal wissen, auch nice. Gefällt mir gut. Habt ihr alles geholt? Habt ihr gekocht? Nein. Habt ihr gekocht? Wir sind nicht mehr eure Freundinnen. Nein. Habt ihr gekocht? Wir uns voll gefreut, kommen nach Hause, geil, essen, Alter. Ey, ich fand das so respektlos, dass ich zurückkomme. Also was soll ich als Mann machen? Ich soll's Geld verdienen? Ich soll dein Liebhaber sein? Ich soll mich um Haushalt kümmern? Oh Gott, ja, genau. Du machst bestimmt auch gerade richtig viel Haushalt dort in der Villa. Du hast halt ein Spiel bestritten. Du sollst nicht mehr ihr Liebhaber sein. Ihr seid eigentlich getrennt. Und gleichzeitig, wenn ihr miteinander schlaft, ist sie auch deine Liebhaberin. Also, das ist wieder so ein Scheiß, was Mike erzählt. Auf die Popnasen keinen Bock mehr. Heute ist Nominierung. Frauen mussten alleine gehen. Ja, nominieren wir jetzt auch oder wartet nur ihr? Nein, nur wir. Okay. Wenn ich mir eine Stimme fange heute, ey, da ist hier aber Abfahrt, ey. Ihr meint's ernst? Wenn der Mike eine Stimme kriegt, dann rastet der aus. Und ich habe mir eigentlich gedacht, dass er eigentlich alle Stimmen bekommen müsste. Also Mike und Michelle, weil Mike halt anstrengend ist. Aber dann hat er halt auch Nico Legert da plötzlich. Und dann hat er da Kim Virginia gehabt, die zum Glück schon rausgeflogen ist. Also es ist halt, sie haben halt wieder so ein Kopf-an-Kopf-Rennen alle. Michelle schreibt Taktik mit C in Deutsch. Und Mike macht weiterhin sein Teammate nieder. Ich glaube auch nicht, dass du die große Taktiker bist, Mike. Nee. Meine Nominierung für heute sind Emily und Gina. Ich glaube, dass es für euch psychisch sehr schwer ist. Naja, das ist eigentlich ein guter Grund, weil die fetzen sich ja wirklich richtig heftig die ganze Zeit, rund um die Uhr, immer wieder und können nicht miteinander umgehen. Es wäre, glaube ich, schon gut, wenn die wieder getrennte Wege gehen. Okay, ist doch klar, dass die Nominierung abgesprochen. Dieses Gelaber von wegen, ah ja, die Psyche und dies und das ist einfach fake. Und anmaßend. Das ist einfach anmaßend? Naja, aber man beobachtet es doch. Also ja, es ist ein bisschen anmaßend zu sagen, dass es euch psychisch fertig macht. Aber man sieht, ihr kommt nicht miteinander klar. Es ist besser, wenn ihr euch aus dem Weg geht. Und das geht, indem ihr rausfliegt. Das war die Wahrheit. Dina und Emily, ich habe mich für euch entschieden. Emily, ich hatte gerade zu dir am Anfang eigentlich eine recht gute Connection. Wir haben gesagt, wir sind hier die Crybabies und haben uns so ein bisschen ausgetauscht. Okay, auch sehr interessant. Das wurde jetzt nicht so gezeigt, aber dann auch sehr interessant, dass Emily eben nicht wusste, worüber sie mit Chiara reden kann, weil anscheinend hatten sie doch dann da mal Themen. Die ja selber gesagt haben, schon so eine kleine Allianz gebildet haben. Du hast die ganze Zeit über betont, wie scheiße du das eigentlich findest und dass das nicht fair ist. Und hast mir aber so unterschwellig halt schon so ein bisschen... Das stimmt nicht. Ne? Ob man nicht auch okay. Eine Allianz bilden könnte, um Nein. diese Allianz zu sprengen. Nein. Und das fand ich einfach... Das ist okay. Aber das wäre doch ein Masterstreich. Also du hast doch auch ein Problem mit dieser Allianz. Was? Ja, aber anscheinend mit Emily und Gina ein größeres Problem. Und dann wurde jetzt dagegen geschossen. Ich meine, es stimmt schon, dass Emily jetzt ein bisschen subtil... Wenn man darüber redet, gibt man das auch subtil. Oh, die anderen haben eine Allianz und die werden alle rauskicken. Wie unfair ist das denn? Damit willst du schon sagen, wir müssen was dagegen tun. Also es ist schon so. Das ist umgedrehte Manipulation, das weißt du. Darf ich ganz kurz fragen, warum es okay ist, wenn hier alle Typen zusammen taktieren und Allianzen bilden? Das hat doch gar nichts mit Frau und wir Mann. Wir müssen uns einfach. Nur weil wir Frauen sind. Naja, es ist schon ein Punkt, dass die Typen einfach sehr schnell bonden. Und da Gina und Emily offensichtlich keinen Typen im Team haben, sie einfach... außen vor gelassen worden und dann als erstes rausgekickt werden. Das stimmt schon ein bisschen. Dass sie sich vielleicht auch generell einfach nicht mögen, kann auch noch on top sein, aber es ist schon auch ein Faktor, dass da auch einfach kein Mann zum Bonden in der Männergruppe dabei war. Wo ist die Fairness geblieben? Wo? Ja, ich habe mich für Lisa und Max entschieden. Liegt tatsächlich daran, dass hier Allianzen gebildet wurden, ist ja kein Geheimnis. Und es war von Anfang an auch klar, dass entweder Mike und Michelle oder Gina und ich in der Opferrolle sind. Mike hat da wieder komplett verwirrt. Hä? Ich? In der Opferrolle? Alle mögen mich.
Ja. Ja, heute mal nicht, weil eine Nominierung ist. Du wolltest doch selber gegen uns. Wir haben uns in zwei Natürlich Tagen. Wollte ich euch nominieren. Ja, aber vorher noch sagen, wer mich nominiert und cool mit mir ist, ist ein Wichser. Dann bist du selber einer. Wird das jetzt ein Monolog oder? Was ist das denn auch jetzt wieder für eine Reaktion? Was ist das denn für ein Gegenargument? Ich meine, das stimmt doch sogar. Maike macht immer die große Klappe auf, aber wenn andere danach genauso handeln würden, ist er so, was soll das denn jetzt? Das ist einfach auch sehr inkonsequent in seinen Handlungen. Es geht darum, was du machst, nicht was ich mache. Max und Luisa, ich mach's kurz. Es liegt daran, ich habe zu allen besseren Draht. Ja, und das hätte ich mir ein bisschen anders gewünscht. Deswegen haben die beiden jetzt auch eine Stimme von Michelle bekommen. Allerdings war sie die Einzige, die halt nicht Gina und Emily gewählt hat. Deswegen ist es eigentlich auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Allerdings finde ich gut, dass Michelle da auch einfach selber entscheidet. So, hey, mit euch habe ich am wenigsten zu tun. Tschüss. Und nicht irgendwie rumtaktiert oder so. Aber das gefällt dem Mike natürlich gar nicht. Ich kann dich nicht einmal alleine lassen, ne? Hm? Nächstes Mal bitte nur Kaffee trinken, wenn man nicht da ist, ha? Boah, sie kann doch auch einfach selber eine Entscheidung treffen. Also sie muss sich nicht nach dir richten. Aber natürlich, Maike hat den kompletten Durchblick. What the fuck, du machst gar nichts, Junge. Achte doch mal drauf, mit wem ich cool bin. Wie kannst du da dann eigentlich draufsetzen, wenn du weißt, dass der mit Legat, der mit mir, wie kann man das machen? Du kannst ja auch einfach respektieren, mit wem sie halt auch nicht cool ist. Das geht ja auch. Ah nee, es ist ja Michelle. Sie ist nur die Ex-Frau, die eh nichts kann, die dumm ist, die nicht so wichtig ist wie Maike. Tja. Ach so. Weißt du, was ich meine? Nein. Ich bin hier jetzt auch noch wieder lästern. Anstatt wie bist du auf Maus, wir reden nicht über dich. Ich bin nicht deine Maus, nenn mich nicht Maus. Ja, dann sag du nicht, dass die Hinterschüler über mich lästern. Ich bin nicht deine lästern. Maus, Mausi. Ja, aber Mausi, dann du sagst doch die ganze Zeit immer jeden Tag Maus. Du willst mich unterbuttern, nur weil du deine komischen Bumsformate gemacht hast, Alter. Sorry. Also anscheinend machen wir alle Bumsformate. Ich glaube, das haben wir alle schon mal gehört, ne? Und Emily macht sich auch einfach keinen Freund. Das ist auch sehr anstrengend. Also klar, das Maus ist jetzt, also wenn sie es respektlos findet, ist es nicht der Moment, es direkt nochmal zu wiederholen. Aber... Nee, also ich finde sie auch langsam echt nervig. Also es gibt viel Schlimmere dort. Also Maike würde ich eher rauskicken. Ich würde Nicole Legat eher rauskicken als die. Aber ich verstehe schon, dass man sie auch loswerden will. Guckt euch das an und ihr wollt mir jetzt sagen, das ist nicht abgesprochen. War jetzt rein zufällig. Von dir, Sandra. Hat sich jeder Sorgen um die Psyche gemacht. Du musst doch gar nicht so lachen. Warum lachst du denn jetzt so? Wie gesagt, man kann es auch verstehen. Also es wird auch ein bisschen Absprache drin sein. Aber es ist auch wirklich, es ist ja nicht, kommt ja nicht aus dem Nichts, ne? Hier das Ergebnis der heutigen Nominierung. Gina und Emily, was eine Überraschung. Ihr habt die meisten Stimmen gegen euch. Mhm. Noch habt ihr jedoch die Chance auf den Sieg und die aktuelle Gewinnsumme von 67.500 Euro. Denn auch die Männer und Gina werden noch nominieren. Die Männer werden die doch auch alle nominieren. Wie dumm ist das denn? Vor allem, wenn es jetzt nicht noch ein Safety-Spiel gibt, sind die ja safe raus. Dann ist es einfach nur, weil Kim, Virginia und Emanuel jetzt schon ja geflogen sind, macht man es jetzt nochmal ein bisschen später, okay. Aber das ändert ja jetzt nichts, also als ob da irgendwas geändert wird am Ergebnis. Ey, Mann. Dass die rumdiskutieren, Alter, schießen sich selber ins Aus, ey. Weißt du, als ob Maike nicht rumdiskutieren würde. Also wenn der nur eine Stimme bekommen hätte, der würde so ein Trara machen. Also es ist, ich verstehe nicht, warum dieser Mann nicht einfach mal still ist. Noch eine Sache, die ich dir sagen möchte. Oh, jetzt habe ich mir gar nichts anzuhören. Nee, Mausi, wie du so schön gesagt hast, Mausi. Genau, und ich bin nicht deine Gina. Mausi, du provozierst Emily, jeden Tag. Emily, lass mich bitte in Ruhe, ich will nicht mit dir reden. Und ich glaube, da haben wir wieder den Punkt vom Anfang der Folge, dass Emily auch nicht aufhören kann, mit Leuten zu reden, die nicht mit ihr reden wollen. Schwierig. Wir haben dann allerdings die Nominierung und alles erstmal geschafft. Die Streitigkeiten von Emily und Gina sind auch erstmal beigelegt, weil sie jetzt die ganze Gruppe als Feind haben. Also können die sich wieder ein bisschen zusammenraufen. Das ist auch ganz toll. Witzigerweise haben aber Kiara und Lukas dann irgendwelche Probleme. Ich bin auch jemand, der gerne über Streits spricht und das ausdiskutiert. Aber manche Themen sind für mich einfach überflüssig. Wir müssen jetzt nicht ewig lange darüber sprechen. Okay, kurze Zwischenfrage. Und ich habe dir... Wie hast du das formuliert? Weil ich erinnere mich daran. Ich habe dir oft genug gesagt... Du sagst kurze Zwischenfrage und ich möchte... Ja, ich habe sie wahrgenommen. Meine Antwort kommt jetzt. Und worüber reden die jetzt? Also sie reden jetzt über die Nominierung und ein bisschen Kram. Okay, ganz normal. Sollte man meinen. Ich habe doch gerade die Frage gestellt, aber ich wollte noch was zusätzlich dazu sagen. Das habe ich nur nicht mehr getan. Du hast gerade gesagt, okay, ich konnte meine Frage noch nicht mal stellen. Das kam aus deinem Mund vor 60 Sekunden. Ich verstehe nichts. Ich verstehe diesen Streit nicht. Also es gibt schon einen kleinen Disput jetzt. Sie reden irgendwie komplett. Ich weiß nicht, ob die zwei verschiedenen Gespräche auch gerade einfach führen. Ich kann nicht nachvollziehen, was sie da reden. Es wirkt irgendwie sehr entweder komisch zusammengeschnitten, aber ich habe wirklich die beiden letzten Clips waren ausgestrahlt. Ein langer Clip. Das ist alles passiert hintereinander und ich war so, hä? Also habe ich das nicht verstanden. Dann sprich bitte einfach weiter. Habe ich mich falsch ausgedrückt? Weil ich habe
dann habe ich mich falsch ausgedrückt. Hä? Was ist denn so schlimm daran, wenn Lukas sagt, dass er sich vielleicht falsch ausgedrückt hat? Was stimmt mit Chiara nicht? Also irgendwie, Lukas redet davon, was er getan hat und Chiara redet davon, was sie getan hat und gleichzeitig meinen sie dabei den jeweils anderen? Ist das... Hä? Hä? Ich gebe dir den Raum, welchen die Frage nochmal zu stellen, indem ich gesagt habe, ich versuche dir das doch gerade zu erklären. Ich versuche es dir gerade zu erklären. Ich versuche es dir gerade zu erklären. Oder nicht? Oder landet es so, macht es so. Was geht denn jetzt hier ab? Mich versteht es nicht. Also, wenn es irgendjemand verstanden hat, was deren Streit da war, ich glaube einfach nur komplette Misskommunikation. Komplett. Keine Ahnung, was das soll. Aber wir gucken mal und sind gespannt auf die nächste Folge, weil da geht es dann wahrscheinlich auch nochmal ab, Leute. Und wir beenden heute das Video wieder. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten schreibt mir Gedanken in die Kommentare. Ihr könnt das andere Sachen draufklicken und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.